Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Vlog. Wir sind wieder am Start, nach längerer Zeit mal wieder eine Woche. Es ist jetzt fast her, dass ich den letzten Vlog gestartet habe. Da war es die Aufstiegsfeier von 96. Ich bin seit einer Woche jetzt wieder hier. Schlafen geht wieder, aber ich bin heute sowas von unfassbar fertig mit der Welt, ne? Weil, wenn wir mal aus dem Fenster gucken, es ist mega warm, das ist mega cool an sich, aber es ist auch mega schwül, ja? Die Luftfeuchtigkeit ist so heftig und ich bin ja bekanntermaßen, oder mittlerweile könnt ihr es eigentlich wissen, Migräne-Patient so ein bisschen sehr eigentlich. Das heißt für mich absolutes Killerwetter. Ich bin auch komplett fertig. Wir hatten jetzt heute ein Spiel, ja, unser letztes Saisonspiel, nochmal schön verloren. Und das in der Hitze. Ich bin so fertig, ich musste gerade mal eine Stunde pennen, damit ich jetzt wieder halbwegs gerade stehe. Ich weiß noch nicht, ob das genau, was dieser Vlog jetzt hier bringen wird. Ich denke mal, das wird so ein bisschen die Woche werden oder irgendwas. Ich laber später gleich nochmal im Pokal und sowas. Ich kann über FIFA kaum mal sagen, ja, Ultimate Team, Team of the Season, keine Ahnung, spiel's nicht. Ich beschäftige mich momentan eher mit anderen Dingen und ich sollte hier, glaube ich, dringend mal auf, wenn man es mir anguckt hier. Überall liegt alles Mögliche rum. Es geht eigentlich auch nicht so weiter. Ah, das Buch hier, guck mal, da will ich auch irgendwann noch was zu sagen. Das habe ich mir auch gekauft. Muss ich mal lesen, glaube ich, langsam. Ich bin auch so rot schon wieder, ne? Sonnenbrand. So, Video ist wohl mal wieder aufgenommen und Ultimate Team wurde ein bisschen gespielt. Jetzt ist aber Zeit, John Wick zu gucken und das werde ich jetzt auch mal langsam tun. Dieser Moment, wenn du mit allen verfügbaren Episoden von Suits durch bist. Aber immerhin, John Wick läuft, was es nicht irgendwie wirklich besser macht. Was gucke ich jetzt? Toll. 6.50 Uhr morgens. Es gibt genau ein Emoji bzw. ein Bild, was meine Stimmung gerade perfekt beschreibt. So, nächster Tag. Braunschweig ist in der Relegation. Immer noch in der zweiten Liga geblieben. Werde ich nochmal anders drüber reden in einem anderen Video, aber ich bin Hannover-Fan. Ernsthaft, wenn Leute erwarten, dass ich mich darüber nicht freue. ich frühstücke jetzt hier gerade, höre die spanische Version von No Vacancy, die sehr geil ist, ich liebe ja Spanisch, und fahre gleich mal wieder zu einer Messe. Na, zu Vokatium, diesmal in Hildesheim. Mal sehen, wie das wird. Ich denke mal ganz cool. Ich liebe das ja. Von daher, auf geht's. Das fände ich übrigens eine sehr, sehr interessante Geschichte. Warum ist meine Linse jetzt so dreckig? Da war wohl meine Kamera leer, aber jetzt guten Morgen und erstmal ein bisschen fußballerischer Kram. 1860 steigt nach dem 0:2 zu Hause gegen Jan Regensburg in die dritte Bundesliga ab, in die dritte Liga, nicht die dritte Bundesliga, und das verdient. Mittlerweile muss man sagen, dass 1860 einfach nicht mehr der Verein ist, der er mal war, nicht mehr der große Rivale des FC Bayern, sondern einfach nur noch ein Retortenverein, der von Ismaik leider Gottes kaputt gewirtschaftet wurde mit falschen Entscheidungen und falschem Fußball-Nicht-Sachverstand. Die große Problematik ist dabei, dass vor allem Spieler da sind, die sich einfach nicht identifizieren. Und ich hoffe, dass sie in der dritten Liga besser wieder dastehen werden, beziehungsweise sich besser neu organisieren werden. Ja, ich hoffe darauf, dass auch Jugendarbeit gesetzt wird und dass Spieler wie Lumor und Bar, auch wenn sie gut sind und Potenzial haben, nicht mehr die große Rolle spielen. Erstens, weil sie zu gut für die dritte Liga sind und zweitens einfach, weil sie nicht zu 1860 passen. Ich bin mir recht sicher, dass sie wieder hochkommen werden, aber es muss eine komplette Neuorganisation und Restrukturierung im Verein geben. Bei Regensburg kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich hätte nicht gedacht, dass sie aufsteigen und das war mal wieder ein Durchmarsch. Jetzt habe ich so ein bisschen Angst, dass sie den Durchmarsch in der ersten Liga machen, sowas wie damals. Ich bin gespannt. Thomas Tuchel wurde vom BVB entlassen. Auch eine ganz große Sache natürlich, weil alle Deutschen irgendwie eine Meinung dazu haben und alle irgendwie unterschiedlich ausfallen. Ich persönlich bin großer Fan dieser Entscheidung, beziehungsweise kann die Entscheidung nachvollziehen, weil ich Tuchel einfach nicht mag. Ich bin allgemein kein großer BVB-Fan, allerdings trotzdem denke ich, dass Tuchel nicht der richtige Mann mehr für den BVB war. Natürlich hat er den ersten Titel seit 5 Jahren gewonnen, aber er ist auch seit 2 Jahren, glaube ich, jetzt Trainer gewesen und hat in meinen Augen keine wirkliche Leistungssteigerung oder keinen wirklichen Fortschritt verzeichnen können. Er hat ein Zerwürfnis gehabt, sowohl mit der Führungsebene als auch mit den Spielern. Das haben wir zuletzt gerade im Pokalfinale gesehen und da muss man Konsequenzen treffen. Und gerade wenn so ein Schmelzer, der wirklich eine Vereinsikone ja fast schon ist, sich gegen den Trainer stellt, dann kann irgendwas nicht richtig sein. Und ich denke, dass die auch mit einem neuen Trainer ganz gut klarkommen werden. Tuchel ist für mich sowieso eine Klopp-Nachmache gewesen, auch wenn das böse klingt. Aber der wird auch einen neuen Verein finden und der BVB einen neuen Trainer, bin ich mir sehr sicher.
Zu Hannover möchte ich einmal kurz sagen, dass Horst Held das Beste ist, was dem Verein passieren konnte. Der hat angekündigt, neue Transfers zu machen, noch weitere Transfers zu machen. Wir haben bereits Esser und Ostrzolek verpflichtet und Baller, glaube ich, für die zweite Mannschaft bzw. für die U19. Sehr, sehr starke Transfers schon mal. Ostrzolek hätte ich gerne vor 3 Jahren gehabt, aber okay, Esser ist ein guter Keeper, der einigermaßen noch Perspektive hat für die erste Liga. Schlecht für Schein, Radlinger und Königsmann, aber kann man irgendwie trotzdem nachvollziehen, dass sie den geholt haben. Ich bin jetzt gespannt, wer als nächstes kommen wird. Wir haben einige Spieler abgegeben bzw. werden einige Spieler abgeben. Ich hoffe, dass ein Fossum nicht getroffen wird, weil Fossum eigentlich ein Spieler ist, der gerade in der ersten Liga mit dem Platz, den er hat, und nicht mit diesem körperlichen Spiel in der zweiten Liga deutlich besser klarkommen würde. Ein Uwe Bech konnte sich nie durchsetzen, ist dauernd verletzt, und so sollte man aber auch, wenn, dann eher verleihen, aber andere Spieler wie Sebastian Mayer, die auch auf Abschlussliste stehen, oder Philippe, werden wahrscheinlich verkauft und dann ist ordentlich Platz da und Geld haben wir nach dem Aufstieg auch. Und dementsprechend kann man da noch definitiv was bewegen. Ich bin gespannt, was Martin Locker macht, und ich bin gespannt, wer kommt. Held hat sogar davon geredet, dass man aufgrund der Zeit, in der man ist, eine zweistellige Transfersumme für realistisch hält. Ja, wir haben bisher höchstens 5 Millionen gegeben für Rossellu. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt raus werden wird. Und zu guter Letzt kommt noch mal ein gesondertes Video zu. Glückwunsch an den VfL Wolfsburg zum Klassenerhalt in der Bundesliga nach dem Sieg gegen Eintracht Braunschweig mit 1:0 zum zweiten Mal. Braunschweig hat in der Relegation nicht ein einziges Tor geschossen, obwohl sie die Chancen hatten. Dementsprechend sind sie auch verdient nicht aufgestiegen in meinen Augen, auch wenn das erste Tor natürlich ein Handspiel war. Aber ich denke mal, das ist trotzdem kein Grund, Mario Gomez Hurensohn zu nennen. Darum geht es in einem anderen Spielvideo nochmal speziell. Und auch nach dem Spiel haben die Fans nochmal gezeigt, dass man solchen Verein eigentlich nicht in der Bundesliga haben muss. Und ich denke mal, Wolfsburg, auch wenn sie ein Kommerzclub sind, hat mittlerweile seine Tradition in der Bundesliga seit 20 Jahren. Und die werden nächste Saison wieder angreifen. Und man sollte aufpassen, dass man die jetzt nicht unterschätzt, weil die haben auf jeden Fall einiges an Potenzial. Warum Jonathan Brooks dahin wechselt, versteht trotzdem kein Mensch. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich darf jetzt immer zur Schule, sehr schön, darf eine Präsentation halten, sehr schön, aber wir sehen uns heute Nachmittag irgendwann wieder. Heute ist ein guter Tag für jeden 96-Fan. Ich bin richtig fröhlich, weil Hannover 96 Pirmin Schwegler verpflichtet hat, und zwar ablösefrei, was sehr, sehr geil ist auf jeden Fall. Und diese gute Laune wird jetzt gleich gekrönt, weil ich fahre seit Ewigkeit mal wieder zu meiner besten Freundin. Yeah! Und ich habe sogar mein neues 96-Freunde-T-Shirt an. Wer 96-Freunde nicht kennt, sollte auf jeden Fall mal, also gerade die 96-Fans sind heute logischerweise, die Facebook-Seite von denen liken, denn auf der schreibe ich auch meine Kolumnen, ja, also zu den jeweiligen Spielen, beziehungsweise zu den jeweiligen Ereignissen rund um 96. Wird auch die nächste Saison, denke ich mal, so sein. Das heißt, es lohnt sich. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ich würde sagen, düsen wir mal los. Und ich habe Hunger. Und ich bin da. Und ich habe Hunger. Und deswegen esse ich die jetzt gleich. Richtig gutes Gefühl, wenn Kamera nicht scharf wird und wenn schwarze Katzen von rechts nach links über die Straße laufen. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt auch nicht, ob es von links nach rechts schlimm ist oder von rechts nach links. So, Touch-Autofokus abgebrochen. Welcher Autofokus? Hier gibt es keinen Autofokus. Ach du meine Güte. Nächster Take ist, glaube ich, besser. Rote Ampel, Schultag ist vorbei. Und wer ist hier der Special Guest? Wer ist hier der Special Guest? Oh, er möchte sich heute nicht zeigen. Wir haben gerade uns beim Mediamarkt aufgehalten. Oh, das ist Rede. Wir haben uns beim Mediamarkt aufgehalten. Wir haben festgestellt, Mediamarkt ist nichts für mich. Und viel zu riskant, weil jemand irgendwas kaufen will. Nicht gut. Ich werde heute, Leute, das erzähle ich nachher, was ich heute noch vorhabe, das glaubt mir keiner. Man läuft dann unbeschwert die Treppe runter. Und was findet man? Ein Paket. Und was ist da drin? Ich öffne dieses Paket und dieses Öffnen ist alternativlos. Das eigentliche Highlight. Eigentlich geht es nur darum, dass ich mein eigenes Haus gekauft habe. Oder irgendwas mit einer Hamburger Rapperin. Aber eigentlich ist natürlich das Wichtige. Der Aufstieg. Und diese Feier ist alternativlos. Ich liebe das T-Shirt. Ich finde es sehr geil. Es hat niemals allein da stehen. Mein Lieblings-Hashtag. Passt. So, was ich eigentlich machen wollte, beziehungsweise was eigentlich mein Plan war, war lernen. Lernen. Ich habe noch nie gelernt. Ich kann das gar nicht. Ich habe es aber trotzdem heute gemacht, ein bisschen zumindest. Bin jetzt gerade am Videos gucken, habe auch mega viel Business-Kram gemacht. Also Sachen organisiert, Sachen umorganisiert und so weiter und so fort. Entscheidungen getroffen. Ach, da, so viel Kram. Jetzt bin ich gerade ein bisschen fix und foxy. Und mal was essen. Ich habe übrigens einen neuen Flavor. Und zwar habe ich Cherry Cola. Cherry Cola? Cherry Cola? Hallo? Cherry Cola? Möchte nicht scharf stellen. Ist aber eigentlich, auch wenn es sich vielleicht nicht so ganz geil anhört, ziemlich geil. Was geht? Oh, Freunde, ich bin sowas von fertig heute. Ich habe jetzt gerade schon wieder gepennt hier auf dem Sofa. Und zwar eine gute Stunde ungefähr. Das ist eigentlich gar nicht mein Plan gewesen, aber naja.
hat immerhin so viel bewirkt, dass in der Zwischenzeit einfach mal 1860 die Lizenz für die dritte Liga entzogen wurde, sodass sie nächstes Jahr in der Regionalliga anfangen müssen, weil Ismaik sie nicht bereit erklärt, unter den Konditionen, die momentan vereinbart sind, beziehungsweise die der Verein oder die Verantwortlichen momentan zulassen wollen, die millionenschwere Lizenzsumme zu zahlen. Bumm. Das ist natürlich mal ein richtiges Brett. Jetzt müssen die in die Regionalliga und das für so einen traditionsreichen, für so einen großen Verein. Mal sehen, ob sie sich davon erholen können. Ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall alles andere als einfach. Ich bereite gerade mehr oder weniger alles vor, beziehungsweise bin gerade dabei, sehr, sehr viele Sachen zu klären. Für England, für den Kanal, für die Videos, für mich selber auch. Und ja, freut euch auf jeden Fall auf Sonntag. Ich kündige das nur immer wieder an, also auf morgen. Weil morgen kommt das Infovideo und dann wisst ihr mehr, wie das hier weitergeht. Genau. Ja, nebenbei gucke ich hier gerade JP Performance auf meinem Schoß. Und nachher, freue mich auch schon drauf, geht es nämlich grillen. Mit Freunden von mir. Es ist geiles Wetter wieder. Eigentlich, ich habe auch das Gefühl, ich bin ein bisschen krank irgendwie, erkältet oder so. Keine Ahnung. Egal. Gut, wir sehen uns später. Ich habe hier gerade mal wieder zwei meiner Traumautos, beziehungsweise Wunschautos modifiziert, beziehungsweise konfiguriert. Ich habe jetzt vergessen, die euch zu zeigen, aber ich zeige die euch auf jeden Fall. Oh, ey, ich hoffe einfach, dass ich irgendwann tatsächlich mir das leisten können werde. Eins von beiden auf jeden Fall. Weiß jetzt gerade nicht genau, was richtig ist. Ich bin jetzt quasi schon auf dem Weg und zwar ja zu meiner wunderbaren Freundin Alisa, die dieses Video, weil sie drin ist, sehen wird und die sich bestimmt freut, dass ich sie so genannt habe. Und ich hoffe, dass wir jetzt einen richtig chilligen Abend haben und ich habe Hunger. Deswegen schmeiß den Grill. Fresh aus! Habt ihr gehört, sie sieht heute so fresh aus. Hallo Alisa! Hallo! So, jetzt wissen wir, wie gesagt, dass sie das Video anguckt. Hier alles wunderschön gedeckt. Unser Grill ist vorbereitet. Das ist nicht unser Grill, das ist unser Grill. Herrlich. Hunger. Ich habe heute zum dritten Mal die... Ich bin schon in 4 seiner YouTube-Videos. Mindestens. Nicht beim Essen, Maxi. Das ist echt uncool. Jetzt zu mich. Und es wird langsam scharf. Und es wird langsam scharf. Und es wird nicht scharf. Ist auch Alisa. Jetzt wird scharf. Ah, gut, Uta beobachtet. Öfter mal. Oh, ey, ich bin so durchgestochen jetzt. Max. Sieht man das in der Kamera? Wieso? Max, auf einer Skala von 1 bis 10, wie müde bist du? 7. Seppel. Ich? Tatsächlich, ich meine nur eine 4. Kai. Ja, auch. Was auch? Ja. 7. 47. Alisa. 6. 6. Und ich eine 3. So, nächster Morgen. Kater ist wie immer nicht da, Gott sei Dank. Und ich suche jetzt gerade verzweifelt mein Armband, sodass ich gleich ins Elan zum Training kann. Bin allerdings gerade ein bisschen verzweifelt, weil ich das irgendwie nicht finde. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Und heute Abend geht es dann weiter. Mit Champions League. Richtig gut, ich fahre jetzt mit Elan. Und dann Champions League Finale. So, wieder raus aus Milan. Nach, wie lange war ich jetzt da? 1,5 Stunden ungefähr. Das Wetter ist nicht so geil. Das Wetter regnet so ein bisschen. Deswegen, ich wollte eigentlich Fußball spielen gehen. Aber mal schauen, den Vlog bin ich jetzt hier trotzdem. Ich weiß gar nicht, wie lange er geworden ist, aber werden wir dann schon sehen. Mein Tipp für heute Abend, sage ich noch in diesem Video, weil das Video am Samstag kommt. Ich glaube, dass Real 2-1 gewinnt. Ich würde eigentlich ganz gerne sehen, dass Buffon Titel holt. Ich will aber halt auch, dass Real gewinnt, weil ich halt Real mag. Und von daher, ja, ich glaube auch, Real macht das. Ich habe ein gutes Gefühl heute, ich weiß nicht. Naja, gut. Schreibt mal euren Tipp in die Kommentare. Ich bin komplett außer Atem. Schreibt mal euren Tipp in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Morgen kommt, wie gesagt, das Infovideo, wie es weitergeht. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Pass auf, macht's gut. Haut rein. Und ciao.